Abend, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, wir haben wieder Montag und das heißt, zwei Wochen sind wieder rum und wir haben wieder Lohnfondtag. Wir haben heute Critters in the Desert als Thema quasi oder als ja, Set, was wir nehmen. Ich habe dazu auch die Outlines. Ich habe aber dazu bloß drei benutzt. Ich habe die anderen Outlines noch nicht benutzt. Ich wollte erst wieder ausschneiden, das habe ich dann gelassen. Und ja, egal. Auf jeden Fall basteln wir heute Tags in Polaroid-Form. Also ich habe diese Polaroid-Stanze, die habe ich schon ewig, die ist, ich glaube, von MFT. Die habe ich schon ein bisschen länger. Die habe ich oft noch nie benutzt, glaube ich. Und ja, wird Zeit, ne? Genau, das benutzen wir. Als Farben benutzen wir die drei. Also ich habe schon wieder überlegt, ob ich meine anderen drei relativ roten Hintergründe nehme wieder, also hier gelb, orange, rot halt, wie ich die letzten Male gemacht habe. Ich dachte, nee, diesmal machen wir mal wieder mal eine andere Farbkombi. Ich nehme diesmal diese. Funktioniert ganz gut, fand ich zumindest. Und für den quasi Wüstenboden, also ich stimme halt, Desert ist für mich halt irgendwie die Wüste, ne? Und da wollte ich diesen sandigen Touch wieder haben und dann nehme ich wieder die drei. Mal davon abgesehen, dass das meine einzigen drei Brauntöne sind. Ich glaube, ich habe noch ein anderes Braun, so ein neueres. Das letzte, was rausgekommen ist, das habe ich auch noch, das habe ich auch noch nie benutzt. Ja. Ihr seht, oder ihr merkt schon, wo da meine Schwächen liegen. Auf jeden Fall nehmen wir die Farben. Ich mache die Tags aber ein bisschen verschieden. Also, das ist dasselbe. Ich arbeite nur ein bisschen anders mit dem Foam Tape so zwischendurch. Aber das erkläre ich euch das dann, wenn wir das machen. Und die Palette hier kommt zum Einsatz. Es sind Colero Pearl Color Farben. Die habe ich mal bei Kreativdepot gekauft. Die kommen auf jeden Fall bei Sprenkeln gut zum Einsatz. Und dann nehmen wir die. Ich passe die quasi an den Hintergrund an. Weil an sich sind die ja alle so ein bisschen weiß-gülden. Wissen nicht, wie ich euch das sagen soll. Aber die schimmern alle ein bisschen anders. Also das ist so ein bisschen, das ist halt weiß-weiß. Und das schimmert halt gülden, also eher so ins Gelbe. Dann schimmert das hier eher so ins Rötliche, Rosa, das eher so ins Lila, Blau und das eher so ins Grün. Und da kann man dann ein bisschen gucken, was man dann nimmt. Ein bisschen embossen tun wir auch. Und ja, ich laber jetzt hier nicht lange rum. Ich schreibe euch alle so Sachen in die Infobox, was ich noch so habe, was ich jetzt vergessen habe zu sagen. Wird eine Fill sein. Schreibt es euch auf jeden Fall in die Infobox. Und ja, schaut auch unbedingt bei Elena vorbei. Sie verlinke ich auch unten. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Schauen und bis gleich. So, ihr Lieben, da geht's auch schon los. Ja, ich hatte ja schon gesagt, dass wir heute mal Tags machen. Ich mache sowas eigentlich nie. Also quasi Geschenkeanhänger, ne? Und ich hatte aber diese Polaroid-Stanze gefunden und wollte die unbedingt mal probieren. Also ich musste die unbedingt mal nutzen. Und ja, ich habe jetzt einfach... das ist auf jeden Fall Aquarellpapier vom Action, was ich da jetzt hier verwende. Das nehme ich eigentlich immer für meine Hintergründe. Ich habe dann halt geguckt, auf welche Höhe muss das jetzt, weil das Polaroid hat ja quasi unten einen relativ dicken schwarzen Balken und auch an den Seiten und oben hat es ja auch noch ein bisschen. Und ich dachte, wie hoch mache ich das denn jetzt, dass ich im Bild bin? Und ja, das hat soweit geklappt. Jetzt habe ich hier erstmal aber nur mit zwei braunen Tönen was gemacht. Ich mache dann später den dritten noch dazu. Aber das seht ihr dann schon. Den Lawn Fawn Stencil nehme ich, weil man den gleich mit maskieren kann. Und ich habe hier Farbkombi Festive Berries One Lipstick. Festive Berries? Festive Berries One Lipstick und Scattered Straw genommen. Ja, und dann sehe ich auch, dass mir das zu hell ist unten. Also Scattered Straw ist ja in recht helles Gelb, was eigentlich auch schon so ins Ocker geht. Also so ein Beige-Gelb. Ich weiß nicht, wie es nennen soll. Da ist mir das dann mit dem Hügel zu hell. Einfach. Ja, habe ich nochmal geguckt, ob das so passt. Und ich habe diesen Hintergrund eigentlich schon mal gemacht, aber habe mir eingebildet, dass er sich irgendwie besser verblenden ließ. Dann habe ich gemerkt, dass mit meinem Festive Berries irgendwas nicht stimmt. Dasselbe Problem habe ich übrigens auch bei Hickory Smoke, also dieser Grauton. Und das Festive, also irgendwie, die sind so nass. Also richtig nass. Also ich verstehe das nicht. Und ich habe dann auch beim Fotomachen auch am Ende gesehen, dass ich auf jeden Fall, man sieht das, wo ich es verblendet habe oder wo ich es versucht habe.
Also das sinkt zwar irgendwie ins Papier ein, aber so richtig geil wird es dann nicht. Naja, mal zurück zur Wüste. Das soll ja schon so ein bisschen wüstenmäßig anmaßen, weil wir sind ja bei Critters in the Desert und der Desert, der Desert. Keine Ahnung, wie man das ausspricht, auf jeden Fall. Das ist ja für mich so wüstenähnliches Set und deswegen denke ich einfach, dass man das dann so. Deswegen habe ich doch diesen Hintergrund so gewählt. Naja, ich habe das dann hier auf jeden Fall nochmal gekürzt. Wobei ich im Nachhinein sagen muss, diesen Fehler, das hätte ich vorher machen können. Ne? Also dieses umständliche Kürzen hier nochmal oder zurechtschneiden. Nee, im Nachhinein, nicht vorher. Im Nachhinein kann ich das machen. Wenn ich das schwarze Polaroid dann eh aufklebe und mir dann eh schon die Ecken raussuche, die ich am schönsten finde, wo es schön ne, abschließt, dann hätte ich das machen können. Hier mache ich ein paar Sprenkel mit den Colero Pearl Colors. Die sind echt cool. Die habe ich mir ganz, ganz vor langer, ganz langer Zeit mal gekauft. Ich weiß gar nicht, war das letztes Jahr in meiner Pause? Es kann auch sein. Auf jeden Fall habe ich mir die mal geholt bei Kreativdepot. Ich habe da, also sind irgendwie alles weiße. Aber die haben alle einen anderen Schimmer. Das finde ich total cool. Und da habe ich mir jetzt das Weiß mit dem Schimmer ausgesucht, den ich jetzt zu diesem rötlichen gut finde. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ne? Ihr merkt das schon. Ich muss auch sagen, dass ich eigentlich außer diesen zweiwöchigen Videos jetzt nicht so viel Videos drehe. Bin ich ganz ehrlich. Komme gerade nicht dazu. Es tut mir wirklich leid. Also ich muss mich hier wirklich dafür immer bereit machen. Und ich wollte eigentlich viele Videos vorbereiten, aber das klappt irgendwie auch gerade nicht. Naja, auf jeden Fall habe ich jetzt hier mein ja, Puder erstmal rausgeholt. Ich habe ja so ein Buddy. Ich habe aber natürlich auch noch dieses Powder-Tool. Das nehme ich auch noch. Das nehme ich aber lieber für Schüttelkarten. Und hatte mir dann überlegt, dass ich auf dieses Polaroid auch etwas drauf stempeln, also drauf embossen möchte, Entschuldigung, in Weiß, genau. Also, naja, schwarz auf schwarz wäre sinnlos, ne? Ja, ich weiß. Obwohl, ich muss sagen, für mehr Textur im Polaroid selber, auf dem Schwarzen, ob in Schwarz embossen oder in Klar, wäre auch gegangen, ne? Also, die Möglichkeiten sind da schier endlos, da es ja ein Tag werden soll. Und mein Ding ist kaputt, also, meine Lochstanze ist kaputt, deswegen mache ich das jetzt mit dem Picking-Tool. Das funktioniert übrigens auch. Also ich, ja, am Ende fädelt mein Mann die Fäden durch. Der hat mir da geholfen kurzzeitig, aber das ging trotzdem und er hat das, glaube ich, ganz gern gemacht. Mein Mann hilft mir immer gern. Naja, auf jeden Fall habe ich ja, zwei relativ gleich embossed und eins ein bisschen anders. Aber ich finde das auch cool. Und jetzt tue ich die alle verschieden beenden. Also finishen wollte ich jetzt eigentlich sagen, aber das ist mir zu englisch. Also ich möchte die jetzt alle anders vollenden. Und zwar möchte ich jetzt eins eben erhöht aufkleben. Das seht ihr ja jetzt hier, wo ich das Polaroid erhöhe. Und die, ja, deswegen, ihr seht das hier schon hier. Das ist der Moment, wo ich eigentlich alles hätte kürzen können. Ne? Ihr seht das. Ja, ich tue die jetzt ein bisschen anders vollenden. Hier klebe ich es einfach nur plan auf, also ganz flach, ne? Und bei dem letzten macht man ein Schüttelfenster draus quasi. Also ja, ich wollte das euch zeigen, dass das. Oh, da, übrigens, ich trinke nebenbei Kaffee, habe euch meine Tasse mal kurz gezeigt. Ja, da wollte ich unbedingt ja, ein Schüttelfenster machen. Jetzt habe ich euch mal meine Folie ein bisschen versucht sauber zu machen, weil ja, manchmal hat man da Klebereste drauf. Ich habe es versucht. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin gescheitert an diesem Versuch. Aber ja. Jetzt habe ich auf jeden Fall das erstmal alles angeordnet. Hier habe ich den Kaktus auf jeden Fall nur plan aufgeklebt und die Schlange erhöht auf dieses Plan-Tag. Also das ist das ganz flache. Dann auf den nächsten habe ich das auch wieder so gemacht, nur ein bisschen anders angeordnet. Ne? Also mal rechts, mal links. Ich habe bei dem halt einfach gedacht, okay, die Schlange könnte jetzt auch auf den Kaktus quasi zu robben gehen, zu, also sich hinbewegen. Ich weiß nicht, wie bewegen sich Schlangen fort? Ja, die großen Fragen des Lebens. Wie nennt man das, wie sich eine Schlange fortbewegt? Ja, schlängeln, hinschlängeln könnte sie sich. Entschuldigung. So.
Ja, und jetzt das Schüttelfenster. Also da habe ich jetzt erstmal meine Folie. Das ist einfach nur. Oh Gott, ich habe heute Wortfindungsstörung. Das ist einfach nur Laminierfolie, die ich ohne nichts durch den Laminierer gejagt habe. Die nehme ich eigentlich schon immer. So, dann habe ich das nochmal schön abgepudert. Eben, da seht ihr das andere Powder-Tool, was ich auch noch habe. Und dann habe ich mich hier wieder ein bisschen abgemüht mit meinem Foam-Tape. Was ist abgemüht? Ging schon. Hab doch ab und zu mal meinen Nischel gesehen, kurzzeitig. Es tut mir wirklich leid, aber ich sehe sonst nichts. Also es ist wirklich echt schlimm. Und ja, ich mache halt dann immer wieder, also wenn ihr diese rote Matte seht, da mache ich halt immer wieder das Loch neu, ne? Weil hier muss ich da durch zwei Lagen und bei dem anderen musste ich auch durch zwei Lagen, dass ich da das Loch wieder durchkriege, ne? Ja, und da habe ich mir das erst angeordnet und dann habe ich mir überlegt, okay, man hätte jetzt können auch die Figuren innen draufkleben, ne? Also das Schüttelzeug dann einfach auf die Figuren, aber dann hätte ich die wieder plan auflegen müssen. Die Figuren hätte ich dann plan aufkleben müssen, also ganz flach, weil sonst verfängt sich ja das Schüttelzeug in dem Foam, wenn ich das jetzt auch noch erhöht, das ist ja irgendwie logisch, ne? Ja, also habe ich das jetzt anders gemacht und habe jetzt einfach nur das Fenster quasi zum Schütteln gebracht und klebe dann die Figuren quasi außen auf das Polaroid drauf. So dass es aber immer noch aussieht, als wäre es dahinter. Also ja, ganz schön komplizierter erklärt habe ich das jetzt, ne? Aber ihr seht ja auch, was ich mache, ne? Ich habe eigentlich noch mehr Schüttelelement-Zeugs, aber das ist immer das, was ich am schnellsten griffbereit habe. Diese drei Verpackungen, die habe ich mal, habe ich noch in der Schweiz gewohnt, habe ich die mal von einer ganz lieben Frau zugeschickt gekriegt. Und die benutze ich immer noch und die waren auch schon gefüllt. Also diese Perlen, die da drin sind, die Kugeln, die nehme ich immer noch und die sind wirklich toll. Also finde ich ganz schön. Ja. Und dann eben, wie durch Zauberhand, war jetzt auch das Band durchgezogen. Ne? Also ihr habt das gesehen. Ich hatte dann mal auf Pause gedrückt und dann hat mir mein Mann kurz das Band durchgezogen. Vermutlich kann man das mit dem Band. Also ich bin da jetzt nicht so groß versiert, weil ich mache so wenige Tags. Ne? Also steinigt mich nicht. Das mit dem Band könnte man können noch ein Schleifchen machen, in anderes Band nochmal drüber. Was weiß ich denn? Kann man alles noch umändern? Ne? Ich habe einfach einen Knoten gemacht und das war halt da. So, Hauptsache, ich habe da was, woran ich das. Womit ich das befestigen kann an dem Geschenk. Ne? So, Band ist auf jeden Fall da. Übrigens sagt das Polaroid-Fenster noch Fängs. Wie eine Schlange, die es zischt halt. So, jetzt machen wir noch schnell so ein paar Enamels drauf und dann sind wir auch schon fertig, meine lieben Freunde. Schaut unbedingt auch bei meiner lieben Kollegin Elena vorbei. Ich verlinke sie unten in der Infobox. Und ja, ich hoffe, euch gefällt die Reihe und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.